Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ja, letztes Mal bin ich ja etwas eingepennt, fast sogar während der Aufnahme. Und habe das aber auch irgendwie verpennt, also als Spätfolge quasi, weil ich irgendwie letztes Mal so verpennt war da. Weil hatte ich irgendwie wieder aus wie durchgemacht und sowas und ich laber gerade wieder voll dumm rum, aber deshalb habe ich auch irgendwie verpennt, zwischendurch die hochfalscher Knopf, die Folgen hochzuladen. Deshalb kamen die erst, oder ja, jetzt halt. Dabei hatte ich die extra schon vor Männertag fertig gemacht. Weil ich Männertag nämlich gar nicht da war. Da werde ich gleich noch erzählen, was ich da gemacht habe. Das war voll cool. So mehr oder weniger. Aber erstmal hier, ja, wie ihr seht, habe ich jetzt mal wieder so Standard-Texturen. Ich weiß gar nicht, was ich heute machen will. Ich habe so einen Scheiß. Dann will ich da vielleicht weiterbauen. Ich habe hier mal wieder das Standard-Texture-Pack oder halt ja, die Standard-Texturen, also gar kein Texture-Pack. Ressource-Pack, whatever. Drauf. Weil ich einfach mal wieder Lust hatte. Dann wieder mit dem Zeus, Sonic Ethos, Shader, keine Ahnung, ich weiß noch nicht, wie man das ausspricht. Ich von Englisch sowas von gar keine Ahnung. Aber das wisst ihr ja alle schon längst. Das habe ich ja schon mehr als einmal betont. Wow! Alter. Erst hakt der Windows Media Player und dann hakt das Spiel, aber richtig derb. Ach so, ich habe ja auch wieder. Ne, die. Irgendwie hatte ich. Verstehe nicht. Ich hätte nämlich in anderen Welt mal mit die Sichtweite wieder höher gestellt, weil ich das mal wieder brauchte, aber ja. So, was gibt es hier? Was würde ich denn heute eigentlich machen? Im Nether bauen weiß ich nicht. Nee, oder? Ich will, glaube ich, nach da. Da sollte ich, glaube ich, hin zumindest. Habe ich genug Fackeln? Fackeln habe ich genug, das ist schön. Dann gehe ich mal nach da. Damit ich beim Haus noch mal ein bisschen fertig werde hier. Weil ich ja endlich mal ein bisschen Zeugs hab. Ich glaube, in den Öfen sollte noch ein bisschen Ziegelscheiß sein, oder? Ich glaube schon. Ich denke nicht, dass ich die schon leer gemacht habe. Ach ja, und übrigens, wenn ich dann irgendwann mal auf die 1.8 geupgradet habe, dann werde ich das Ding hier vielleicht austauschen. Dann kann man nämlich Rüstungsständer bauen. Also ich weiß nicht, ob man die bauen kann oder Unterschied. Na, ich dachte, bauen kann man die dann auch. Ist auf jeden Fall ziemlich cool. Weil die ja schon ziemlich stylisch sind. Hier brauche ich auch noch irgendwie so eine Dinger, ne? Also so eine Dinger hier. Hier kommt die Wand hin. Da brauche ich noch ein bisschen Tropenholz, ist das, glaube ich. Ach, ich brauche immer so viel Zeugs hier, ne? Weil man hat hier Licht hingemacht schon. So. Oh. Genau richtig. Als hätte ich es geahnt. Ich hab's geahnt, als hätte ich es gewusst, würde ich sagen. Ich hab's nur geahnt. So. So war das. Oh, jetzt muss ich mich hier wieder durch. Buddeln. Wehe, einer von den Vieren fällt runter. Das wird ziemlich kacke. Ich glaube, es ist einer runtergefallen. Na, was soll's. So lange werde ich hier, glaube ich, nie mehr hocken, dass ich das nicht mitkriege. Oh, das ist aber echt. Ich sollte hier vielleicht doch irgendwie mal wenigstens ein, zwei Erdklumpen mitnehmen, dass ich mich hier nochmal kurz außen rum bauen kann. Wie weit muss ich denn noch? Noch zwei oder drei weit auf jeden Fall. Aber okay, das werde ich dann vielleicht gleich mal gucken müssen, wie ich das eventuell tue. Und dann sollte ich vielleicht auch irgendwann mal hier Dingsens weitermachen, ne? Ich sollte so viel, ne? Oh, und das sollte ich nicht. Es gibt vieles, was ich sollte, aber auch vieles, was ich nicht sollte. Meine Güte. So, dahin, da. Da. Und noch eins. Wie sehen eigentlich meine Schuhe aus? Muss ich bald mal wieder reparieren, ne? Ich habe mich gerade überlegt, weil ich dann einfach wieder hier runterspringen werde. Zum Glück habe ich ja Federfall. Oh, das ist so geil. Aber ja, da sollte ich aufpassen, dass ich die nicht kaputt mache, die Schuhe. Und hops, knack. Und ich überlege auch schon, erstmal will ich, dass es nicht mehr leckt. Aber eigentlich weiß ich nicht, bin ich nicht so sicher. Ich müsste das, glaube ich, hier so bis dahin hier so das gehen, ne? Ach, egal, ich habe das jetzt so gebaut. Ich lasse es jetzt auch so. Ah, falls ich nochmal irgendwo ein Anwesen baue, dann baue ich es anders. Na, irgendwie noch so eine richtige Villa will ich irgendwann mal bauen, weil das hier ist ja eher, ja, keine Ahnung, ne? Ach, ich habe schon wieder so viele Ideen, ne? Aber ich bin auch nicht mal mit dem Bauen. Und nicht mal hiermit bin ich fertig. Im Bauernhof natürlich ganz zu schweigen. Von dem Bauernhof ganz zu schweigen. Oh, ich kann echt gar nicht sprechen.
Ach ja, ich wollte ja vom Männertag erzählen. Da war ich ja dann nämlich nicht da. Da waren wir mit ein paar Leutchen ins Paintball spielen. War auf jeden Fall ziemlich spaßig. Und ich habe leider nicht mal wirklich blaue Flecken gekriegt. Also ich habe auch nur im T-Shirt gespielt. Und dann halt nur diese Maske, die man da kriegt. Mehr Zusatzausrüstung haben wir uns da nicht geholt. Aber ich habe mir eigentlich vorgenommen, ich werde nicht ohne ein paar blaue Flecken gehen. Aber ich habe irgendwie ja, ein paar rote Stellen gehabt, aber die waren am nächsten Tag schon fast wieder weg. Das war schon ziemlich schade. Auf jeden Fall kann ich das eigentlich, na gut, bei den Mädchen bin ich nicht sicher, aber kann ich das auf jeden Fall eigentlich jedem Jungen empfehlen, denke ich mal, dass es dem Spaß machen wird. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die Mädchen das nicht dürfen, wenn die wollen, können die natürlich auch gern. Ein paar Frauen waren auch da, aber nicht so viele. Also wir waren da, glaube ich, also von uns, die wir da zusammen hingefahren sind, waren wir, glaube ich, so um die 10, irgendwie so in dem Dreh. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt nachgucke. Eigentlich wollte ich mir Dingsens holen. Und Sandstein. Und Tropenholz und alles, meine Güte. Aber da waren dann halt so, ja, da war wohl ziemlich viel Betrieb, da waren wir so um die 50 Leute immer dann pro Match, also 25 dann pro Team. Und das war dann auf jeden Fall ziemlich spaßig, mega anstrengend zwar irgendwie, weil in den Klamotten dann hast du da noch so ein Gurt umgehabt, wo du noch ein paar Kugeln drin hattest. Und dann, ja, dann auch mit der Maske mal direkt auf dem Gesicht. Und dann da ewig hin und her rennen und so. Das war schon anstrengend, aber spaßig. Ja, das war ja schon alles, was dazu zu erzählen war. Ist irgendwie traurig. Aber naja, war auf jeden Fall lustig, wie gesagt. Also, ich denke mal, ich sag mal so, den meisten Jungs gefällt das mindestens. So, ja, keine Ahnung, was soll ich denn jetzt hier mit den Setzlingen? Ist das ein. Nein, es ist auch. Ich brauche doch nur einen Tropensetzling wieder. Ich will doch nur hier einen. Ah, Gnarf. Na, dann eben nicht. Dann eben nicht. Und die Bäume sind ja eigentlich auch alle nur Baumfarmen und keine Deko, ne? Irgendwo muss ich mir noch ein privates Wäldchen mal einzäunen. Aber mal gucken. Ansonsten, was war denn sonst noch so los bei mir in letzter Zeit? Ich weiß auch nicht. Also, wie gesagt, dass ich in letzter Zeit verplant war, das habt ihr ja auch mitgekriegt. Aber das passiert halt so, dann machst du halt aus Versehen mal durch, ne? Und dann will ich aber immer nicht gleich so irgendwie mittags oder so ins Bett, weil ich dann abends wieder mega wach bin. Und dann geht das nicht, nee, geht nicht klar, so. Ich könnte jetzt hier, das ist auch kein, warum denke ich immer, egal. Da, ich habe gar keine Tropensetzlinge, egal. Ich wollte Essen holen gehen. Das war's. Und vielleicht noch anderes Zeugs mal sehen, vielleicht finde ich noch was. Ja, dann will ich hätte halt mal nicht schlafen gehen und manchmal was. Also ich habe schon öfter mal so aufgenommen, als ich aus Versehen durchgemacht habe. Oder dann irgendwie zu später Stunde irgendwas. Manchmal war das halt komisch, da war ich dann nach der Aufnahme viel wacher als vorher. Und manchmal, so wie letztes Mal, penne ich dann bei der Aufnahme fast ein. Das war aber echt krass. Ich habe mir die gar nicht nochmal angeguckt, ich habe die einfach dann blind benannt, aber es war bestimmt lustig. Kann ich mir vorstellen. Auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Was wollte ich sagen? Es ist so schlimm, wie verplant ich bin. Genau, und dann will ich halt nicht irgendwie mittags über schon ins Bett oder nachmittags. Na gut, manchmal habe ich es auch gemacht, dass ich mich dann nachmittags so eine Stunde hingelegt habe oder so, dann ging das auch wieder. Nur in letzter Zeit bin ich dann immer so, dass ich dann gar nicht mehr hochkomme, wenn ich einmal liege. Ach, hier ist noch ein bisschen was drin, sehr schön. Das holen wir uns dann später. Wenn ich mir Essen geholt habe. Also schnell, schnell zum Bauernhaus. Und Sand sollte ich mir auch mal wiederholen. Werde ich demnächst mal. Und dann wollte ich mich eigentlich nach der Aufnahme hinlegen, weil ich ja wirklich irgendwie voll fertig war. Und dann war ich bestimmt noch 4-5 Stunden wach. Das ging gar nicht. Also habe so vor mich hingedümpelt. Keine Ahnung, habe halt gerendert. Nebenbei halt irgendwas geguckt, wie ich das immer so mache oder so. Und 4-5 Stunden ist vielleicht übertrieben, aber 2-3 Stunden war ich mindestens so wach. Also war schon krass. Und jetzt, wo ich nur von erzähle, muss ich schon wieder gehen. Das ist doch schlimm. Ich habe jetzt in letzter Zeit extra mal wieder ein bisschen mehr geschlafen, ne? Ach, ich finde das auch immer so schlimm, wenn man zu viel schläft, dann ist man auch wieder voll fertig, weil man dann, ja, ne, hat sich der Körper dran gewöhnt zu liegen, zu ruhen. Dann kommst du gar nicht in die Gänge. Also ist zumindest meine Erklärung, meine Pseudo-Erklärung. Aber ja. Ich meine, ihr kennt das bestimmt auch alle irgendwie, weil, ja, ich denke mal, die meisten, die hier zugucken, waren entweder schon mal lange auf oder haben auch schon mal durchgemacht oder so.
Ich meine, der Wunsch nach lange Aufbleiben, der kommt ja sowieso immer schon ziemlich früh. Tut mir sehr leid. Ich erzähle nur vom. Na, das ist doch nervig. Ein Schlückchen Tee hilft da bestimmt. Ist kein schwarzer Tee oder ja oder Zeugs oder so, ne? Sondern einfach nur irgendein Kräutertee, aber er ist schön warm. Das belebt bestimmt die Geister. Aber nicht das Spiel, wie es aussieht. Das, ach Mann, ey. Ich weiß echt nicht, was da immer los ist. Hier fehlt, ne, da, hier, da, ne? Da fehlt so. Hier fehlt, da fehlt, da. So, weißt du. Genau das. Ich brauche Essen. Essen. Sprinten. So, nochmal überlegen. Ich sollte ja vielleicht wirklich langsamer meine Schuhe reparieren. Und ich muss auch mal wieder Diamanten sammeln gehen. Glaube zumindest, dass ich das mal wieder sollte. Was sagen meine Schuhe? Na. Wohl lieber ein bisschen früher als zu spät, ne? Dann, sonst ist ja Kacke. Ich will doch essen. Das da. So. Ja, damit. Mal sehen, ist noch was in den Öfen? Ich glaube nicht. Die habe ich letztes Mal, glaube ich, leer geräumt. Ah, was haben wir da? Was haben wir da? Nur Kohle. Nix als Kohle. Ja, auch nicht schlecht, wa? So, hier Sand. Ich glaube, ich habe kaum Sand. Also, um genau zu sein, gar nichts. Dann gucke ich mal kurz, ob wir vielleicht ein bisschen noch das Dach aufbessern können und das nächste dann vielleicht sogar anfangen. Aber ich habe gar keine Lust, aber egal. Das ist jetzt egal. Also ich wollte doch, wollte ich hier? Nee, wo wollte ich denn? Doch, hier wollte ich auch ein Strohdach drauf machen, ne? Ja, komm. Das können wir tun. Das machen wir. Brauche ich zwar noch mehr Scheiße als bei dem anderen, aber ja. Ist die Frage, ob es überhaupt fertig ist? Wahrscheinlich nicht. Wie ich das kenne, ist das nicht fertig. Natürlich nicht, ich war ja auch nicht hier, aber trotzdem. Hätte ja sein können, ne? Hätte ja. Und hier müssen auch noch überall ins Haus so Fenster und Fensterläden und so rein, ne? Ich meine, das ist ja sonst irgendwie nur ein Klotz. Es ist zwar auch so nur ein Klotz, aber dann ist es noch klotziger, wenn da keine Fenster drin sind. Hier weiß ich noch nicht mal. Eigentlich sollte ich hier auch welche reinmachen. Ach ja, immer dieses eigentlich sollte ich und tu und so. Keine Eier drin oder nicht viele. Egal. Genau, ich wollte mal gucken, wie viele Diamanten habe ich denn überhaupt noch. Oh, 37, na gut. Muss ich vielleicht doch nicht so unbedingt Diamanten sammeln gehen. Vielleicht bald, aber noch nicht so. 1, 2, 3, 4. Bauen wir uns schon mal Schuhe und gucken mal, wie teuer das wäre, die zu reparieren. So, was haben wir da? Die mit. Das da 22 Level. Ist natürlich schon ein bisschen, aber ist ja auch klar. So. Ach ja, hier den Wither-Skelettschädel, den heben wir uns auf, falls ich nochmal irgendwo die Decke durchbrechen muss. Im Nether. Da muss ich wieder auf die 179. In der Version ging das, glaube ich, nur eine 17. Ja, ich eine 5, glaube ich, oder? 172 sogar, uiuiui. Ging das nämlich nicht. Falls ihr nicht wisst, was ich meine, ich glaube, es war in Folge, war das in Folge 601 oder 2? So in dem Dreh war das, glaube ich. Ich glaube, genau nach einer 100er Folge war das und nach 700 kann nicht sein, weil 700 ja jetzt gerade erst war. Aber ich habe ja letztes Mal ein bisschen im Nether gerumfuhrwerkelt. So, ich wollte mir ein bisschen Sand mitnehmen. Weiß denn vielleicht jemand von euch, wo eine Wüste war? Ich glaube, da werde ich jetzt gleich mal. Ich meine, ich habe ja doch schon ein paar Wüsten durchquert, als ich so ewig unterwegs war. Ich könnte gleich. Egal, jetzt gehe ich in die Richtung. Ich hätte genau da. Ich laufe jetzt nur in die eine Richtung. In alle anderen drei Richtungen wäre wahrscheinlich eine Wüste gewesen. Ja, ganz so schlimm glaube ich nicht. Aber ein bisschen Sand brauche ich halt zumindest. Oder Sandstein auch. Ich wollte mir aber lieber Sand holen, weil man den im Endeffekt dann doch leichter kriegt. Hab immer auch einen Rucksack mit, falls ich mal ein bisschen mehr Sand finde. Mehr Sand. Aber ich glaube, mehr Sand finde ich sogar eher als Wüstensand. Bin ich zumindest jetzt gerade so der Meinung. Okay, die Welt lädt langsam, wenn auch nur langsam, aber sie lädt. Auch wenn ich jetzt nachts drüber wieder draußen, also hier rumlaufe, dann muss ich ja wieder einen Shader rausnehmen. Also muss ich nicht, aber dann seht ihr ja kaum was. Ich könnte auch wieder dann Dingsens Shader reinnehmen. Den Sylas Vibrant Shader, weil der ja noch hier das Dingsens mit dabei hat. Dynamic Lights. Dass du halt, wenn du eine Fackel in der Hand hast, die dann auch leuchtet.
Mache ich aber nicht. Nee. Hab jetzt auch noch.